Hallo Leute, ich bin's, der Trucker und König der Autobahn. Ha! Letztens, da ist mir ein Ding passiert, ich sage euch. Ich war mit meinem Bock gerade unterwegs auf der A3. Da kam ich in eine Großbaustelle. Junge, Junge. In beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Keine Überhol- oder Ausweichmöglichkeit. Tja, und dann ist es eben passiert. Gerade an dieser Engstelle hat's mir einen Reifen zerlegt. Wär's ein Zwillingsreifen gewesen, wäre ja nicht so schlimm. Aber nein, ein einzelner. Tja, und so ist die folgende Geschichte passiert. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau und 10 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, locker geb ich gar nichts drauf. Naja, ich hielt also an, um mir das Malheur anzusehen. Zusammen mit meinem Werkzeugkasten, in dem sich dummerweise nur eine Kombizange und längst vergessene Schmuggelzigaretten aus irgendeiner Tschechien-Tour befanden, machte ich mich auf die Suche nach dem Reservereifen. Lange nicht mehr benutzt, das Ding. Naja, als ich ihn jedenfalls fand, stellte ich fest, dass das Teil nicht besser aussah als der kaputte. Aber er hatte noch Luft. Ich hatte keine andere Wahl. Allerdings hatte ich auch momentan mehr damit zu tun, die Schmuggelkippen an ein paar aufgebrachte Stauteilnehmer zu verhökern. Natürlich mit Gewinn. Ich bin ja nicht blöd. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 20 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Okay, nachdem niemand einen passenden Radmutterschlüssel dabei hatte, begann ich also nun mit meiner Kombizange die total zugerosteten Radmuttern zu lösen. Ha, scheiße Festi-Teile. Der Stau hatte sich in der Zwischenzeit schon auf die Gegenfahrbahn ausgeweitet. Und einige dieser zahlreichen Gaffer, die sich um mich herum versammelten, begannen schon Wetten abzuschließen. Irgendwann bemerkte ich auf der Gegenfahrbahn den Ü-Wagen eines Fernsehsenders. Und plötzlich standen da zwei Typen bewaffnet mit Kamera und Mikrofon mir und fragten, ob sie mich bei meiner Arbeit ein bisschen filmen dürften. Ich willigte ein und schließlich machte mir der Kamerascheinwerfer ein bisschen Licht in die einsetzende Abenddämmerung. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 30 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Ja, mittlerweile war es tiefste Nacht geworden und ich hatte mit meiner Kombizange schon zwei Radmuttern gelöst. Toll! Nur was mich etwas störte, war das Wummern der Bundeswehrhubschrauber, die zusammen mit dem THW und dem Roten Kreuz irgendwelche Fresspakete oder sowas ähnliches auf die Stauteilnehmer abwarfen. Der ADAC versorgte die Frierenden mit warmen Decken und Gulaschkanonen. Aber einen passenden Radmutterschlüssel haben die auch nicht dabei gehabt, war ja klar. So kämpfte ich also weiterhin bewaffnet nur mit meiner Kombizange einsam an der Front gegen die verrosteten Radmuttern. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 40 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Tja, Freunde, der Grund, warum ich dennoch in notärztliche Behandlung musste, war folgender. Als ich in den Morgenstunden des nächsten Tages mit meiner Reparatur fertig war und hinten meinen Hänger öffnete, um den kaputten Reifen einzuladen, fiel mir plötzlich wieder ein, was ich geladen hatte. Und da sahen auch leider einige der unfreiwilligen Stauteilnehmer. Palettenweise neue Werkzeugkästen mit Radmutterschlüsseln in allen Größen und Varianten. Aua. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 50 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 60 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf.
liegt auf der Straße jeden Tag. Ich bin Trucker, kein Fahrer, jeden Scheiß fahr ich ohne. 18 Räder müssen rollen jeden Tag. 20 Stunden fahr ich jetzt zur Schule. Ohne Schlaf schon voll rund um die Uhr. Nach Terminplan ganz genau, da muss ich fahren wie die Sau. Keine Streife hält mich auf, da bleib ich stur. Nach Terminplan ganz genau, da muss ich fahren wie die Sau. Keine Streife hält mich auf, da bleib ich stur. Ich bin Trucker und ein wilder Mann. Meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach irgendwo. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Truck, das passt und die Parkplatz groß. Da fahr ich immer mehr übers Land auf Bundesstraßen hin und her. Auch wenn der Bauer böse schaut, so fahr ich immer. Auf dem Feldweg fahr ich da viel billiger. Meine Frau ist viel zu oft zu Hause allein und lässt vielleicht gerade Nachbarn rein. Eine Frage quält mich sehr, sind meine Kinder auch von mir? Was ich bin, ein armes Schwein. Eine Frage quält mich sehr, sind meine Kinder auch von mir? Ich bleibe, was ich bin, ein armes Schwein. Ich bin Trucker und ein wilder Mann. Meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach Nürnberg. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Truck, das passt und die Parkplatz groß. Fühle ich mich oft allein, da höre ich, wie der Highway leise schläft. Ich mach kein Auge zu und der Schwermut holt mich ein. Dann starte ich den Motor und bin on the road again. Ich bin Trucker und ein wilder Mann, meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach Nürnberg. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Job, das passt und die Parkplatz groß. Er ist Trucker und ein wilder Mann, seine Heimat ist die Autobahn. Er fährt jeden Tag von hier bis nach irgendwo. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Seine Welt, das ist sein Job, das passt und die Parkplatz groß.
Sache, da lacht man über mich, wenn mich andere Leute so sehen. Doch das stört mich nicht, gerade in meinem Alter muss man sehr vorsichtig sein. Passt man da nicht richtig auf, friert einem viel zu schnell was ein. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist's auch kalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Mein Vater sagte mahnend, was bist du für ein Mann? Nur Weicheier zieht im Winter lange Unterhosen an. Ich würde mich gar schämen, wenn ich welche hätte. Dann nieste er kräftig und ging wieder in sein Bett. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist's auch kalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Man sagt, der nächste Winter, der wird sehr kalt und lang. Drum legte ich mir schon im Sommer nen großen Vorrat an. Und wird's dann wieder Sommer, mit Hitze nicht zu knapp, schneide ich die langen Unterhosenbeine einfach ab. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist saukalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist saukalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen vom Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Oder im Juni, oder im Juli. Dankeschön. Wieder mal Advent, hurra, hurra,
Garten hab ich schon meine Weihnachtsdepression. Und oben leuchten die Sterne.